Leute und hallo und herzlich willkommen jetzt zu einer weiteren Folge PVZ wieder zusammen mit Markus. Hallo! Und heute mit ganz vielen Schnappern, so wie sich das die Community Challenge des heutigen, naja, nicht Monats, Woche, Tage, keine Ahnung. Geht auf jeden Fall bis zum 2. Februar noch. 5. Februar. 5. Februar, okay. Und bis dahin müssen wir auf jeden Fall so und so oft Leute einschleimen und genau nach demselben Prinzip wie der letzten Folge geht's auch in der heutigen Folge. Wenn wir sterben, werden wir zum nächsten Schnapper wechseln. Ja. So, zack, da habe ich auch schon mal einen eingeschleimt hier, so wie sich das gehört. Und dann gleich mit dem leckeren Schleim aufgegessen. Die kommen alle links aus dem Tunnel raus, Markus. Oh. Mein Geräusch, hab ich bitte. Ja, ich hab sie alle eingeschleimt. Ich bin auch da. Ich hab zwei eingeschleimt. So, Feuerschnapper. Mit dem ist Einschleimen ziemlich nützlich, weil du musst sie dann nicht fressen, sondern wenn sie eingeschleimt sind, kannst du einfach verbrennen. Erlege 25 Kochkäse. Gegner. Mit Gift. Also. Ich mach jetzt Kochkäse hier. Erst mit Käse einschleimen, dann anzünden. Aber natürlich ist sofort wieder ein Wissenschaftler hinter einer der netten Chemiker. Und da ist schon der erste Garten weg. Also ich merke schon, unser Team ist ziemlich unfähig. Oh, jetzt habe ich wieder das gedrückt. Ist ja wieder, egal. Unser Team ist unfähig. Laser Beans, super Job. Also mit dem Hot Rod, da läuft bei mir gerade. Und jetzt bin ich tot. Warum habe ich das gesagt? Das weiß ich nicht. Das ist eigentlich meine Mission. Schleimpilztöpfe, beschworene Zombies, Fußsoldaten mit Giftspray. Oh Mann, lauf! Ach scheiße, Mann. Ich wurde einfach von all das weggeballert. Alles was es gibt. Und was gibt's denn so alles? Menschi. Sturmsoldaten. Wissenschaftler. Ja, das ist beim Teleporter so der Fall. Ich bin auch tot. Ja, nee, das sollten wir nicht hingehen, der Schnapper. Habe ich gerade auch schmerzhaft zu spüren bekommen. So, Kraft Schnappula. Jetzt könnte die Serie beginnen. Hier, aus dem Himmel komme ich geflogen mit Zuckerstangen und Engelsflügen. Alter. Wie viel hat der? Jo, klar. 6%, Alter. Und kriegt Damage, ey. Jo, geil. Ah, ich habe wieder zwei Stück weggeholt. Aber die Gegner sind einfach überlegen. Aber richtig. Weil unser Team ist irgendwie richtig für den Arsch. Die Spiele besiegt. Ich dachte, Gott. Also so ein schlechtes Pflanzenteam hatte ich auch schon länger nicht mehr. Boah, tauch runter. Nein. Jo, Alter. Boah, den ihre scheiß Chemiker, ne? Die kriegst du einfach nicht platt. Nicht mal, wenn du sie einschleimst. Ich habe ich wieder auf Facebook gedrückt, Digga. Ich bin schon beim Rüstungsschnapper, ich bin gleich durch.
Ich bin einfach dauertot irgendwie. Ein Kill pro Leben ungefähr mache ich. Ich auch. Aber die Gegner dominieren auch richtig mies, weil unser Team... Null Leute sind drinnen, nur ich. Wo ist unser Team? Die Gegner gerade. Na, jetzt bin ich auch tot. Einfach Millionen. Boah! Yo, geil! Ich lauf durch und was kommt? Ich kick, Alter. Ich bin sofort tot. Geil. Ja, endlich meine Sonnenblume, die ihren Job macht. Und das, wenn ich Rüstungsschnapper bin, wo ich eh so viel Life hab, das ist natürlich best. Da habe ich ja über 200 Leben und dann werde ich die ganze Zeit wieder voll geheilt. Natürlich luxuriös. Oh fuck. Alter. Alter, es sind einfach so viele. Ich mach einen nach dem anderen weg, aber es bringt nichts, weil es kommt einfach wieder der nächste reingelaufen. Na, ich habe sogar noch den Chester, den habe ich fast vergessen, den Chester-Schnapper. Ah ja, klar, direkt wieder irgendwelche Bombardements hier in den Garten rein. Und da, zack, ich schleim ihn ein. Er dreht sich, während er eingeschleimt ist, um, zündet eine Rakete und gibt sie mir ins Gesicht. Wie auch immer das funktioniert, ich weiß es nicht, er kann's. Schnapperding, den gibt's auch noch. Ja, ich merke schon, das sind irgendwie so die ganzen Schnapperklassen, die ich nicht spiele. Weil die meiner Meinung nach auch zu den schlechteren gehören. Ich weiß immer noch nicht, was das Schnapperding bringt, um ehrlich zu sein. Ja! Mit dem Bock gehen. Hast du jetzt eigentlich schon rausgefunden, was der Vorteil vom Schnapperding ist? Nein. Weil er hat ja weniger Leben wie der Rest. Das heißt, du musst doch irgendeinen Vorteil haben. Jetzt habe ich nicht mal einen Kill dafür bekommen, dass ich den gefressen habe. Jetzt geht's ja wohl los. Ich hätte auch mal keinen Kill bekommen, weil ich ihn gefressen habe. Boah, Alter! Oh, der ist einfach noch da, der ist gar nicht gestorben. Ich habe ihn gefressen und der macht einfach weiter. So, da sind wir wieder beim ersten Schnapper. Nein! Scheint ja eine vielversprechende Runde zu werden, aber es scheint ja so, als ob wir diesen Garten hier gewinnen könnten. Auch wenn ich mich darüber aufrege, aber... Vielleicht klappt's. Nein, es muss nicht sein. Wir werden von Sackzombies überrannt. Geil. Stopp. Ja, oh, wir haben gleichzeitig einen gekillt, aber es hat nicht mehr gereicht. What? Lo, um. Komm schon, versteck dich, vergrab dich. Hä, das war mein Erzfeind? Okay. Also schlecht spiele ich auf jeden Fall nicht. 14 Kills für die kurze Runde schon. Aber die Gegner dominieren einfach heftig. Alter, da kommen auch so 6 Leute aus dem Teleport raus. Ja, ich seh's. Boah, man hat einfach keine Chance, man einkillt, man ist tot. Ja. Alter. Vor allem immer dieser scheiß Chemiker im Garten, du schleimst ihn ein und er killt dich trotzdem noch. Jetzt gerade habe ich es ganz minimal überlebt. Oh. Achtung, fieser Strahl. Oh, fuck you. Achtung, noch viel fiesere
Und vor allem alle mit ihren Spam-Waffen, goldenes MG und die Chemiker und alle, die wo einfach übelst Damage dealen. Ha, ich hab wieder belebt. Ja, fress halt gerade. Alter, die wollen nicht gefressen. Die können nicht gefressen, Alter. Klar, springen hilft jetzt oder was gegen Schnapper. Ja, manchmal. Aber stehen wollte auch wiederbelebt. Ich habe noch 3 HP. Komm schon, jetzt will ich noch irgendeinen töten. Nee, natürlich ist jetzt keiner mehr da. Jetzt bin ich hier mit 3 HP direkt hier im Garten. Kann jetzt darauf warten, dass ich sterbe, weil ich werde eh nichts reißen mit 3 HP. Fuck. Tatsächlich, ich habe noch einen geholt. So ein schlechtes Team. Das ist unglaublich. Von den Gegnern sind ja nicht gut. Der Shadow ist gut und der Mirain Wave, aber ansonsten sind es alles Durchschnittsspieler. So. Die Bombe. Ja, ich habe direkt bei der Bombe ein bisschen geraged, aber dieser scheiß Shadow Core hat natürlich diesen blöden Chemiker. Verwundert es mich nicht, dass der so viele Kills hat, dann spielt er doch nicht gut, dann hat er einfach eine OP-Klasse. Ja, mit der, wenn du einigermaßen umgehen kannst, kriegst du die Kills hier hinterhergeworfen. Oh, Schnapper. Das ist echt ein Witz, er kommt wieder von hinten. Ich habe im Nahkampf einfach keine Chance gegen den scheiß Chemiker. Und dadurch, dass er die ganze Zeit hinterm Rest steht, kann ich auch den Rest nicht töten, weil er mich einfach one hit wegschrotet oder 2 hit dann. Weil er einfach so einen Schaden macht. Was? Da ist er wieder. Kann er sich drehen. Da ist er wieder. Aber ich habe ihn getötet, auch wenn der andere wieder, obwohl er eingeschleimt war, eine Rakete auf mich geschossen hat. Zumindest hat mein Käse ihn getötet. Wenn man sich schon auf den Rest nicht mehr verlassen kann, auf den Käse ist Verlass. Ist so. Und da ist er wieder. Irgendwie haben die nur noch diese scheiß Wissenschaftler jetzt. Aber ich habe ihn wieder weggeholt. Aber diese Kugel hört auch nie das Rollen auf, ne? Unser Team schafft's nie. Bisher nie, die einmal zu stoppen. Seitdem die am Anfang losgerollt ist, hat die, glaube ich, nicht das Rollen aufgehört. 1:40 am letzten Checkpoint. Normalerweise hast du 40 Sekunden oder so. Sie hat das Rollen aufgehört. Und sie rollt wieder. War schon zu viel für Markus, da schaltet er gleich das Headset aus. Naja. Ausgang wieder. Scheiße, braucht man nicht hören hier. Sehen, nee. Ja. Gar nicht, sowas. Vor allem, jetzt töten mich schon die Toten. Oh, nein. Scheiße. Ja, das haben die so oder so gewonnen. Normalerweise bist du in 10 Sekunden erst am Checkpoint. Ich sind in 10 Sekunden schon fast im Loch drinnen. Schon eigentlich im Loch drin, Alter. Und wieder der Mix aus Chemiker und Z4 Armbrust, tödlich wie sonst was, keine Chance. Oh, nee, steht mal. Nein.
Doch, die... Also sie ist einmal ganz kurz stehen geblieben, kurz nach dem letzten Checkpoint, für 2 Sekunden ungefähr. Ansonsten war das eine Runde, wo ich sagen muss, was zur Hölle hat der Rest gemacht? Echt so, ich habe die nie gesehen, Alter. Nö, ich habe irgendwie so 2 Sonnenblumen waren hin und wieder in meinem Garten, aber der Rest, wo auch immer der Rest war. Also sie haben Kills gemacht, cool. Ja, muss ich sagen. Sie haben Kills gemacht, Respekt. Also Dragonheart, muss ich sagen, war im Garten. Darum hat er auch mit 9 Kills mehr Punkte wie ich. Weil der nämlich die eine Sonnenblume war und ich glaube die andere Sonnenblume war der Pavel Michal. Und die anderen waren alle nur draußen und haben die Kills gejagt, dem war der Garten egal. Naja Leute, ich würde sagen, es war mal wieder eine Runde von unserer Seite ziemlich gut gespielt. Ich finde 24 Kills für so eine kurze Runde als Schnapper ist schon ganz gut. Vor allem die KD ist ja glaube ich trotzdem positiv, ja. Und wenn man es mit dem Schnapper eigentlich eine positive macht, hat man gar nicht mal so schlecht gespielt. Und damit, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Servus und ciao. Ciao. Oh, noch ein Sticker-Päckchen. Oh, Gabelschnäuzer-Diamant.